White Russians vor 7 Tagen. Ich will auch mit Intro machen. Du willst auch mit Intro machen? Da war da. Ja. White Russians vor 7 Tagen. War nischt. Kritisch? Na gut, da wir also das alle nicht für relevant halten, halte ich für Folgendes für relevant. Deli. Ja. Ich musste ja mal irgendwann Flummi die Frage stellen, du, wie ist denn das jetzt eigentlich, Jojo? Die ist doch eine patente junge Schnalle. Wenn ihr bestester aller Freunde, na, also du jetzt zur Klarifikation beziehungsweise dein Charakter, wenn der sich immer mehr dem Schnappes verschreibt, warum macht die denn eigentlich nichts dagegen? Oder macht was den Scheiß angeht, dagegen? So nämlich. Ja, da wusste ich ja nicht, ob das auch ihre Erklärung ist. Hier kommt sie. Der will mich jetzt echt zwingen, dir das zu erklären. Das finde ich total gemein. Das ist doch viel spannender, wenn er es nicht weiß. Unsere Zuhörer würden das bestimmt gerne wissen. Weil sie das tatsächlich nicht kann. Weil Kaban ein signifikanter Teil eines sehr, sehr dunklen Kapitels ihres Lebens war. Ein anderthalb Tage andauerndes oder zwei. Und die sich einfach jeden Tag über den Weg laufen und er jeden Tag ein wandelndes Mahnmal dieser Ereignisse ist. Und zum Zweiten sie ihm in irgendeiner, also sie sich auch einfach nicht berufen fühlt, den Moralfinger anzuheben, also den moralischen Finger zu heben, weil sie selbst einfach nicht besser ist. Und irgendwie, glaube ich, unterbewusst einfach auch so eine Sache da ist, auch wenn sie Kaban über alles gern hat, dieses, solange ich ihn jeden Tag sehen muss, wird das immer irgendwie aktuell bleiben und kann ich damit nicht abschließen. Hattest du mir nicht auch was von der jesen Befriedigung erzählt, wenn es ihm immer schlechter geht? War da nicht was? Na, das ist aber kein bewusster Prozess. Eine unterbewusste Befriedigung reicht mir aus. Naja, einfach, weil sie sieht, dass, also zum einen ist es halt, wie gesagt, sie kann nichts dagegen sagen, weil sie selbst nicht besser ist. Und weil, Jetzt hör mal auf, dich zu winden. Das habe ich doch gerade gesagt. Und weil sie halt sieht auch, dass ich dann leide und sieht, dass es halt in Ordnung ist zu leiden, wahrscheinlich. Ich glaube, sie erfreut sich auch ein bisschen an deinem Leid. Das vielleicht auch. Sie erfreut sich daran, dass du zerfällst, du als das Mahnmal dieser Tage. Ja, das habe ich doch vorhin gesagt. Es ist quasi ein wandelndes Mahnmal und irgendwie ist das eine der wenigen Chancen, die da ist, dass sie diese permanente Erinnerung daran vielleicht irgendwie los wird, auch wenn das nicht in ihr bewusstes Denken Einzug hält und niemals halten wird. Sonst würde sie ihm nie helfen, wenn er irgendwie Probleme hat und das würde sie immer tun. Aber das ist halt etwas, was er quasi irgendwie so eine Art steter Verfall, der in irgendwie, bei dem sie sich selbst irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch, keine Ahnung. White Russians, Teamwork seit 2013. Lilly? Hast du immer nicht gelernt, dass wir ihn nicht fragen dürfen? Was? Weil genau das passiert. Du musst auch tippen. Ja, ich habe das inzwischen begriffen. Bei den Titeln, die du den Sachen gibst, habe ich auch volles Verständnis. Wer will zuerst? Da ich gleich in die Küche muss, kann Kaban zuerst. Judy Daddy. Ja. Du bist mal wieder mit Vlad unterwegs. Das ist gut. Das ist sehr gut. Es war wieder eine Sache, wo ihr durchaus Zeit zwischen einigen Stationen hattet, die ihr abarbeiten musstet. Ihr habt ein bisschen Ausscheu erhalten, also mal auch ein bisschen außerhalb der Stadt. Ihr guckt die Straßen an, ihr guckt die Routen, mögliche Überfallsorte, all so ein Shit. Und wie gesagt, zwischendurch hat man ein bisschen Zeit, hat sich vielleicht schon mal ein kleines Schnäppele und was man halt so macht. Auf dem Rückweg, dann habt ihr irgendwann noch einen Anruf bekommen, dass
ihr noch bei einem Laden vorbeischauen sollte. Also es ist kein Laden, es ist ein Puff. Der zahlt schon seit Anbeginn der Zeit quasi. Und den man auch abkassieren sollte, weil er ist spät dran. Kommt dort an. Die Mädchen sind... ich sag mal so. Russland hat ja heute schon eine Tradition von sibirischen Teenie-Models, die sehr hoch gepflegt wird, weil es für viele der einzige Weg ist, dort rauszukommen. Wenn die nischt wären, was ja in 90% der Fälle zutrifft, hat man in Moskau immer noch die Chance, Nutte zu werden. Dennoch sehen diese 14, 15, 16-Jährigen schon aus, nach einem halben Jahr dort arbeiten, wie 30. Überschlagen. Ansonsten, der Duft ist... Es riecht mehr nach Sperma und Vaginalsekreten als in anderen Puffs. Tatsächlich wird dort zum Beispiel eher auch an Belüftung gespart, sodass der ganze Schmuck sich innen sammelt und es ein bisschen dunstiger und auch wärmer ist. Ist ja nicht so schön. Geht so. Ich dachte, ich könnte mir jetzt ein bisschen Spaß betreiben, aber nein, wenn das so widerlich ist. Naja, also ich meine, guck da mal. Die Mädchen... sehen aus wie, was hatte ich gesagt, Paar 30. Das geht ja noch. Ja, aber wenn das so schmuckig ist? Naja, du kannst ja ein bisschen Eukalyptus-Creme unter die Nase reiben. Ja, aber schmuckig ist schmuckig und bleibt schmuckig. Das stimmt. So viel kann ich gar nicht trinken. Das stimmt. Und ich trinke viel. Auch wahr. Der Betreiber kommt dann also auf euch zu. Gut, dass ihr kommt. Folgendes. Ich kann euch nicht bezahlen. Was? Na, das Ding ist einfach folgendes. Du siehst, wie Vlad ein paar Schritte weggeht. Jetzt pass auf. Die Bullen waren vor ein paar Tagen da und haben mich abkassiert. Und richtig hart, richtig heftig. Ich kann nicht nochmal drücken, Mann. Ich bin ziemlich blank. Man hört ein Krachen. Ja, lass ich mal. Wie, die Bullen haben die abkassiert. Und Mann, zwar richtig kräftig. Die kamen mir vorbei und haben gesagt, Genehmigung und so ein Shit, ob die schon 18 sind. Und hier Steuer, ob ich Drogen verkaufe. Der ganze Mist, man hört das erneut krachen. Uff, Mann, Alter. Und die haben richtig Kohle verlangt. Wie viel haben die verlangt? Warte, der Spieler hat überlegt. 3.000, Mann, Alter. Ihr nehmt halt die Hälfte. Und ich bin sehr zufrieden immer mit euren BUM-Leistungen gewesen. Und warum hast du ihnen das gegeben? Mann, was soll ich machen? Unser Geld? Ich bin hier alleine, Alter. Dann rufst du doch einfach bei uns. Dann hätten wir vorher vorbeigekommen und hätten das vorher abkassiert. Ich hab gedacht, ich krieg's noch zusammen, wenn ich ehrlich bin, aber war echt eine schlechte Woche jetzt. Wie viel hast du denn zusammen? Ja, warte. Er geht hinter den Tresen und holt einen Cradstick raus und gibt ihn in die Hand. Da sind 447 Nuyen drauf. Das ist ein bisschen sehr wenig, meinst du nicht auch? Den Rest krieg ich noch zusammen, Alter. Ihr kriegt hier jeden Cent, die Bitches schieben Überstunden und der Lohn ist halbiert. Sie nicht arbeiten. Ist ja auch gerade kein Kunde da. Also ich mit ein paar laufen hier rum, aber oben wird doch ordentlich hier pömpelt. Da musst du sie vielleicht billiger verkaufen. Damit mehr Leute kommen. Und lüfte die hier mal durch. Das ist eine gute Idee. Mhm. Vielleicht solltest du vielleicht auch selber mal auf den Strich gehen. Ich meine, okay, das sieht wirklich ansprechend aus, aber... Ja, was? Ganz einfach. Ich kann, ja, klar biete ich mich an. Ich setze mich hier mit drauf. Gut. Er sieht dich mit einem etwas besorgten Blick an, ganz so, als hätte er Angst, dass du gleich der erste Kunde sein wolltest. Vlad kommt aus dem Nebenzimmer zurück. Hat er uns jetzt bezahlt? Ein Drittel.
Er geht auf den Typen zu und rammt ihm seine Faust ins Gesicht und stürzt sich dann auf ihn, als er noch am Boden liegt. Willst du mich verarschen, Alter? Respektierst du mich nicht? Respektierst du mich nicht, du dummer Ficker? Er würde, solltest du nicht einschreiten wollen, sein Gesicht in eine breiige Masse verwandeln. Ich würde ihn ein, zwei Mal schlagen lassen, dann würde ich ihn zurückziehen. Hey. Ja, Alter, der Ficker respektiert mich nicht, was ist mit dem? Deswegen geht er jetzt auf den Männerstrich. Ist ganz einfach. Wir schicken den jetzt einfach hin. Dann wird er mal schön durchgenagt von irgendwelchen Trollen. Hey, der glaubt, der kann ja irgendwie den Drittel abdrücken oder was? Was denke ich, wer ich bin? Er hat dir eine Frage gestellt, weiß nicht, wer er ist. Der Typ ist ziemlich bewusstlos. Sein Kiefer ist gebrochen. Ach so, ist ja langweilig. Er versucht irgendwas zu sagen, aber es sieht echt nicht möglich aus. Du solltest dich beeilen mit dem Auftreiben des Restgelds. Wir kommen dann morgen wieder. Und dann nick ich quasi blapp zu. Das ist halt. Vlad wird da gibt's so einen kleinen Billardtisch, da wird er nochmal den Kö nehmen und quasi ihm einfach mal einen kurzen Hieb über den Bauch geben, sodass das Ding zerbricht, das ist schon okay. Das finde ich gut. Dann werdet ihr euch verpissen. Jojo. Ja. Also den Teil, den haben wir ja nicht erwähnt. Sieht so aus, als wäre das eine Kind von Vlad zu dämlich Smarties zu sortieren, aka kann keine Farben sehen. Oha. Na, Dr. Professor Joshua Ivanovich. Warte mal, welchen jetzt? Na, welchen haben wir denn vor Ort? Ach so, na, also du gehst zum Troll, sagst du. Ja, na klar. Okay. Mir ist aufgefallen, du sagst immer Joshua und ich glaube, da weiß einfach niemand, was mit anzufangen. Ach so, der Professor. Der nämlich, gut. Du stehst vor seiner Tür, da ist gerade noch jemand drin. Manchmal kann man ja nicht verhindern, dass man da was hört. Scheint mit Konstantin drin zu sein. Konstantin, Alter, das... Wir können dir keine Magentabletten geben, Alter, du hast ja das dickste... Alter, da müssen wir also Stressverminderung reicht ja auch nicht mehr, wenn ich mir das angucke. Das wird nicht lange dauern, dann blutest du aus der Fresse, wie so, keine Ahnung. Dann ein weiteres Gemurmel und dann 5 Minuten später kommt Konstantin raus. Uria, Mann, Alter, ich musste mir meinen Schwanz abklären lassen, weil ich so hart reingehalten habe, dass er abgeschabt ist. Der ist nur noch halb so groß, willst du mal sehen? Nein. Ey, Noran, willst du mal sehen, wie ein halber Schwanz aussieht, wenn man ihn mal ordentlich benutzt? Guck mal her. Dann geht er auf ihn zu und greift schon mal in seine Hose. Sieht ja fast aus wie deiner, ne? Jojo, geht rein. Er räumt, er kann verstecken, er ist ein riesiger Troll. Er versteckt einige Räte so quasi hinter seiner Wampe und dreht sich dann um. Hi. Was machst denn du hier? Dir eine Frage stellen, also ach gleich. So. Na dann los. Und ich kam nicht umhin, die Hälfte eures Gesprächs vorhin zu hören. Ihr habt ziemlich laut geredet. Das sind vielleicht einfach deine Elfenohren. Das kann sein. Sag mal, bin ich in der falschen Gang gelandet? Ich dachte, da wird man hier direkt angeschrien für sowas. Ich habe noch nie jemanden dafür angeschrien. Hey, ich habe dich als Elf bezeichnet. Ich dachte, da gibt's irgendwie... Von mir? Von jedem. Mir war das immer egal. Ja, du kannst aber jetzt sicher nicht jede Tradition brechen, ne? Ich breche keine Tradition, ich sag da nichts, aber ich muss mich doch trotzdem nicht ärgern, oder? Na gut. Ist es so schlimm, dass ich mir das mal angucken sollte, oder... Ich denke nicht, dass du dich da einschalten solltest. Ich wüsste auch nicht, was du da machen willst.
Ich weiß nicht, magische Wunderheilung hat schon öfter funktioniert. Aber doch nicht da. Sonst kannst du ja auch dein Knie heilen. Das tue ich ja hin und wieder auch. Nee, soweit ich das mitbekommen habe, von dem jedenfalls, was ich sehe, wenn ich in dein Knie reingucke, sehe ich, dass du dir den Schmerz wegnimmst. Na gut. Da kannst du nichts machen, das ist ja keine offene Wunde. Außerdem. Ach, egal. Nee, es geht um was ganz anderes. Sie macht die Tür zu. Wegen Katharina. Ja. Ich glaube, dass das Mädel farbenblind ist. Meinst du? Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Die ist aber ein Mädchen, ne? Ja, und? Und ihre beiden Eltern sind nicht farbenblind. Das stimmt, aber ich glaube schon, dass sie farbenblind ist. Ich habe das ausprobiert und auch mehrfach jetzt schon irgendwie ein paar Sachen mitbekommen. Ich bin mir ziemlich sicher. Dann hätte sie aber quasi, dann müsste sie aber ab jetzt Lotto spielen, ne? Weil die einfach wirklich... One in a million ist, ja genau. Weniger. OT, wie weit ging das denn jetzt mit der Farbenblindheit? Bei der, war das normale Rot-Grün-Schwäche oder ist das schon ausgeprägter? Sie hat Gruppen. Rot, Braun, Grün, Blau sind ziemlich häufig problematisch. Und ich glaube, dass da, also ich denke, dass man das wirklich mal abklären lassen sollte. Also es geht, glaube ich, auch über eine normale Rot-Grün-Schwäche hinaus. Deutlich. Na, aber das kann ich nicht, ne? Ja, aber irgendwie ist die Frage, wie man das sinnvoll macht, ob du das weißt, ob es da Möglichkeiten gibt und was davon betroffen sein könnte. Ist das eine reine Augensache oder ist das eine Hirnsache? Ja, eine Hirnsache würde ich nicht denken. Aber, ich fühle mich ein bisschen unwohl. Müsste da nicht eigentlich hier auch der Vater dieses Kindes dabei sein? Theoretisch müsste der Vater des Kindes dabei sein. Aber wenn der Vater des Kindes jetzt dabei ist, solange noch nichts klar ist, rastet der einfach nur die ganze Zeit aus und es gibt erstmal nur Probleme. Es wird hier also ein geheimes Hinterzimmergeschäft. Richtig. Na gut, das nächste Mal machen wir das aber im Trenchcoat. Das ist okay. Aber wenn es tatsächlich nur eine einfache Farbenblindheit ist und es nichts Dramatisches ist, dann ist es meine Güte. Ja, dann wird es halt mit 14 nochmal ein bisschen harte Umgewöhnung haben. Ja. Weil dann nehmen wir die Scheiße einfach raus mit 14 und tun da ordentlich Augen rein. Ja, aber trotzdem sollte man das ja irgendwie mal abklären lassen. Nee, das ist schon richtig, aber ich kann das hier, also ich kann halt das so machen, wenn sie mir was erzählt, aber da würde ich mich nicht drauf verlassen. Okay. Kennst du ein Verfahren, wie man das macht? Ich habe keinen Bock später mir jetzt jemanden zu suchen, der das in irgendeiner Form kann und mich dann übers Ohr hauen zu lassen. Na, so ein Gentest wäre schon mal ziemlich praktisch, ne? Okay. Weil die allermeisten Sachen werden dadurch ja eigentlich abgedeckt. Und die sind ja dauern nicht so lange, sind nicht gerade invasiv. Man kann sie schön heimlich machen. Okay, wenn du das sagst, ich habe keine Ahnung. Ja, du, was gibst ein Haar ab? Lässt sie einen Becher spucken, irgendwas? Bisschen in der Mundhöhle rumwühlen? Alles klar. Kennst du jemanden oder muss ich jemanden suchen? Na, theoretisch kannst du es in jedem besseren Bodyshop auch machen und die Leute halt bestechen. Dass es nicht im System ist. Okay. Aber die hat doch eh nichts hin, ne? Ja. Da ist auch bestimmt auch seine richtige Sinn sogar, ne? Das war... Keine Ahnung. Na, wenn wir keine Ahnung haben, dann machen wir das aber lieber nicht öffentlich. Na, dann machen wir das ohne System. Ne, dann kümmere ich mich drum. Ansonsten wirst du mehr ideale Docs kennen als ich, nehme ich an. Ja, es hätte ja sein können, dass du noch über irgendwelche Secret Contacts verfügst, die ich nicht kenne. Willst du nach Polen fahren? Was soll ich denn in Polen? Na, das sind meine Secret Contacts. Ja, du bist ja jetzt schon ein Weilchen hier. Ja, und?
Nee, ich habe immer. Ich umgebe mich gern mit medizinischen Kontakten, die weniger Ahnung haben als ich. Es wirkt besser. Ärzte ab einem, weißt du, ab einem gewissen Grad des Wissens und der Professionalität sind Ärzte einfach arrogante Ficker. Okay, das sehe ich ein. Wie geht's denn eigentlich deiner Pizza? Die verbrennt, glaube ich, gerade. Die muss ich mal kurz holen gehen. White Russian. Schmeckt seit 2013. Uhu. Vermute ich auch schon vorher. Also wir machen es ganz schön lange. Das stimmt. Also ich ja nicht so lange wie, du, wie ihr, aber... Wahnsinn. Oh, wow. Wann war es? Ein Jahr später, Max? Nee, nicht mal ein Jahr später. Also von daher, easy. Das ist tatsächlich die längste internetbasierte Runde, die ich habe. Deswegen hasse ich euch inzwischen auch alle so sehr. Ja. Kann ich verstehen. Kenne mich auch schon ziemlich lange und ich habe denselben Status. AFK? Hey. Wie sieht denn deine Pizza aus? Sehr, sehr dunkelbraun. Mhm. Wir haben dich gewarnt. Wir können ruhig weitermachen. Was war das Letzte? Sour Kitchen. Body Shop, aber... Secret Contacts hat er nicht. Ja, genau, und dass Ärzte halt ab einem gewissen Grad Wichser sind. Pfleger sind cool, Apotheker, da musst du schon aufpassen. Apotheken, die Hilfen sind meistens ganz okay. Apotheker sind auch schon richtige Schweine. Okay, du kennst dich da besser aus als ich. Hä, na klar. Und so die meisten Street Dogs, die sind ja auch keine Ärzte. Ne? Oder die sind halt Tierärzte. So. Das, ja, na klar sind die noch okay, aber so ein richtiger Arzt ist ein einfach nur dreckiger Ficker. Ich sag mal, ich hatte zu Ärzten, egal welcher Herkunft, immer ein sehr zwiespältiges Verhältnis. Also insofern... Ist auch richtig so. Juti. Dann kümmere ich mich drum. Und danke dir für deinen Ratschlag. Na klar. Ich werde meinen Mund verschließen. Alles klar. See you later, Alligator. Was für ein Scheißspruch. Vor allen Dingen, weil du falsch geantwortet hast. Aber ist egal. Toodaloo, Kangaroo. Juti. Immer noch scheiße. Nee. Sie geht wieder. Gut. Wird, wenn sie die Gelegenheit hat, ein bisschen genetisches Material von dem Mädchen entwenden. Wie, also... Das finde ich jetzt nicht mehr okay. Ne? Wir können ja alles machen, aber Kinder bestehlen ist schon ein bisschen hart. Fragst du mich jetzt wie? Na, welches? Haare? Willst du ein paar Haare ausreißen? Die hat längere Haare und es gibt Bürsten. Jetzt hab dich nicht so, der Knoten muss raus. Moment, da muss ich jetzt mal ganz kurz, fällt mir gerade ein. Das sind doch eineiige Zwillinge. Waren die anderen nicht eineiig und die zweieiig? Nee. Ich glaube umgekehrt. Tja, da würde Trolli einfach mal sagen, nee, war andersrum. Die Drillinge sind eineiig und die sind zweieiig, weil ansonsten gibt das überhaupt keinen Sinn und bitte, also komm. Okay. Dich und Dieb. Das heißt, sie wird einfach dem Mädchen, also sie wird hier die Haarbürste sauber machen, wenn das dann irgendwann beim nächsten Mal in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Keine Ahnung. Oder die Zahnbürste oder sowas. Die muss Zahnbürste ja regelmäßig, ist halt auch echt nicht dumm so. Die muss ja regelmäßig gewechselt werden. Dann ist klar, welche Zahnbürste welchem Mädchen gehört, weil die wahrscheinlich entweder was Verschiedenes drauf haben oder verschiedene Farben haben. Und warte mal kurz, da muss ich ja mal kurz Mutterskills von Tamamba würfeln. Denn in dem Alter werden Zähne nachgeputzt oder du kannst es vergessen. Na, da hast du aber Glück. Wie sieht Jude benutzt aus? Okay. Zähne putzen in der Gang. Na klar. Hm, richtig üblich. Ansonsten hat Jojo das mit den Kindern gemacht. Die hatte eigenes Blach, die kann das nicht immer... Oder sie so lange genervt haben, bis sie es machen. Ja, ich habe mir gedacht, bei Tamamba jetzt auch noch, weil so eine richtige Bitch, die muss auch auf ihre weißen Blinkerchen achten. Okay. Das heißt, Jojo wechselt jetzt einfach die Zahnbürsten aus. Die kriegen jetzt einfach jeweils eine neue. Und dann hat sie ja zumindest eine übrig.
Hast du wenigstens die gleichen Farben genommen? Na klar. Gut, sonst hielt's nämlich der Schrei. Nee. Es sind quasi exakt die gleichen Zahnbürsten, nur neu. Gut. Und geht damit zum Bodyshop ihrer Wahl. Und mit genügend Geld lässt sich alles machen. So hat das bisher auch immer funktioniert. Gut. Pass auf, der Typ kommt dann später wieder, so nach einer... Na, 2 Stunden wird das schon dauern, ne? Das heißt, du kommst nach 2 Stunden wieder und der ist dann auch bereit für dich, würde ich dann ins Beratungszimmer führen. Der scheint schon... Na, ist egal. Auf jeden Fall, er ist kein Arzt. Also alles safe. So, ich hab jetzt hier, ich hab noch nicht drauf geguckt, das ist auch gerade erst durch. Es kann einfach Rot-Rot-Schwäche, ist tatsächlich Farbenblindheit. Was mir, ich hab noch die Standardsachen drüber laufen lassen, man weiß ja nie. Ansonsten sieht's gut aus, außer dass, das ist eine sehr seltene genetische Mutation, die sehr schwerwiegend ist tatsächlich heutzutage. Haben Sie schon mal was gehört von Inkompatibilität bezüglich irgendwelcher Modifikationen, Implantationen? Am Rande mal. Also Sie sollten auf jeden Fall mit diesem Kind sehr vorsichtig sein, wenn Sie später in Erwägung ziehen, es irgendwie dem Transhumanismus entsprechend aufwerten zu lassen, weil und vorhergesehene Konsequenzen durchaus auftreten können. Zumindest wird es sehr viel problematischer. Jeder Eingriff dieser Art wird sehr viel schwerwiegender sein als zum Beispiel bei Ihnen. Ich würde natürlich nicht sagen, dass man nicht trotzdem die ein oder andere Modifikation vornehmen sollte. Ich denke, das ist heute auch unablässlich. Aber man sollte sehr viel vorsichtiger sein. Man sollte auch definitiv sehr viel bessere, sehr viel teurere, sehr viel hochwertigere Ware dann benutzen. Am besten BioWare. Aber ich denke, das ist natürlich außerhalb aller Möglichkeiten, die sie haben werden. Aber ich denke, AlphaWare mindestens dann etwas weniger, als man das vielleicht sonst machen würde im Rahmen von Implantation. Aber ganz darauf verzichten müssen sie und sollten sie nicht. Dann bin ich ja beruhigt. Kann ich das schriftlich haben? In irgendeiner Form? Also Sie können meinetwegen sehr gerne den Ausdruck hier haben. Das reicht mir. Ja, die anderen Sachen können Sie googeln. Sie sind auch so im ICD drin. Wenn Sie da den Direktlink haben möchten, kann ich Ihnen den auch gerne noch einfügen. Klar. Er wird ja einen neuen Ausdruck machen, wo du die entsprechenden Teilabschnitte hast und den Verweis zur ICD und noch einen Verweis, der die relativ kurzen Beschreibungen der ICD nochmal für Lappen erklärt, ne? Was passiert jetzt? Wie ernst ist das? Wie kann ich das behandeln? Kann man davon leben? Wie kommen Sie auf Ihre Ideen? Jojo wird sich irgendwann, wenn sie bedankt sich, geht wie immer, liest sich den ICD-Scheiß durch, liest sich dann nochmal den anderen Scheiß durch, liest sich dann nochmal den ICD-Scheiß durch, damit sie auch möglichst alles versteht. Ja, der andere Teil ist nicht dumm für Dumme, der ist einfach nur, der ICD-Teil, das sind immer nur irgendwelche Stichpunkte und so ein Shit und Verweise auf irgendwelchen anderen Shit. Du kennst doch die ICD-10, oder? Nee, also natürlich nicht mehr die 10, aber, du weißt ja, das sind immer nur Verweise und fickt euch, aber da ist halt einfach beschrieben, was es für eine Art ist. Es ist übergreifend, alles was so im Bereich Rot bis Grün ist und Blau und alles dazwischen ist halt ziemlich kacke. Und je dunkler, desto beschissener. Okay. Da gibt's einfach nur hell und dunkel für die im Wesentlichen. Oder, also, das ist dann dargestellt, glaube ich, als lila-braunton für die meisten. Okay. Aber gelb ist cool. Cutie. Ach so, und bei diesem anderen, was sie da haben könnte. Ich meine, der war von Evo. Du solltest vielleicht echt vorsichtig sein, wenn du den Leuten rätst, dir irgendwann Cyberaugen einsetzen zu lassen. Deswegen hat sie sich das ja nochmal durchgelesen. Naja, der war halt von Evo. Man kann das schon machen, aber da Jojo dem sowieso nicht so offen gegenübersteht wie ich, wird die vermutlich dann eine andere. Oder Deli wird die vermutlich eine andere Meinung haben. Ja. Nee, dann geht sie zurück und holt sich dann mal irgendwann Tamamba an die Seite. Inzwischen ist Vlad mit Kaban wieder da.
Sie haben gerade Konstantin Bericht. Nee, das können wir nicht machen. Ihr kommt zurück. Und Vlad meint, Alter, ich muss mir erstmal die Hände von diesem Gesocks waschen. Erzählst du Konstantin kurz? Ja, klar. Judy. Ich klopf an. Herein, wenn's kein... Komm rein. Ich rühr's, wenn ich reinkomme. Ja, bei ihm war's, der nimmt ein Taschentuch vom Mund weg und schmeißt Papierkorb. Alles gut bei dir? Boah, Alter. Also ich muss sagen, du kennst das doch, wenn man so rülpst und dann im letzten Moment merkt, Scheiße, da kommt auch so ein bisschen Kotze mit. Oh, ja. Das sind die Schlimmsten. So unerwartet halt auch einfach. Oh, Gott, nee, das Gefühl will ich gar nicht mehr vorstellen. Warum ich zu dir komme? Hier sind setz die Kohlen. Setz dich erstmal hin, nimm dir erstmal ein Bierchen. Ja. Ich greife ein Bier. Ist ja staatlich abgesegnet. Sehr gut. Dann gebe ich ihm die Kohlen, ne, von den ganzen anderen Sachen, die wir einsetzen sollten. Und das hier kommt von dem, wie hieß der Laden? Rouge. Ja. Es kommt auch von dem Rouge. Wie du siehst, ist es etwas wenig. Die Cops haben da abgesammelt. Drei K haben die. Ja, die haben 3K abgesammelt. Ihr sagte habt euch er. Aber nicht übers Ohr. Ja, wollte gerade sagen, habt ihr euch übers Ohr hauen lassen? Naja, auf jeden Fall hat es mir auf jeden Fall ziemlich weh getan. Ich habe ihm gesagt, er soll bis morgen den Rest bezahlen. Vlad hat das Ganze etwas untermauert, sag ich mal. Meinst du, er kriegt das Geld bis morgen? Nö. Okay. Erste Regel des Eintreibens. Jetzt musst du da natürlich morgen hin und dem Richt den Laden verwüsten. Das wäre nicht nötig gewesen. Hättest du ihm ruhig eine Woche geben können. Die Abstände musst du quasi am Anfang bisschen länger wählen und dann immer kürzer und am Ende zertrümmerst du dem das ganze Teil und ihn. Aber wenn du am Anfang halt, wenn der hat ja jetzt keine Chance, das morgen zu berappen, was soll er machen? Ja, ist kein Ding. Aber für die Zukunft. Hm? So, die Bullen haben da abkassiert. Genau, sagt er. 3K. Das sind daneben aber ganz schön viel. Das habe ich mir auch gedacht. Die haben so gesagt, ja, ob die wohl alle 18 sind, bla bla bla. Der ganze Bullshit-Gelaber. Ist es verboten? Wen interessiert? Ich meine, du kannst doch mit 16 arbeiten, da wirst du doch. Naja, sorry, ja. Ja. Das Problem ist aber, dass es unser Gebiet ist. Nee, na da. Klar, die dürfen da nicht ran. Na, ich würde sagen, du musst ja morgen eh hin. Schöne paar Kameras platzieren und so ein Shit. Vielleicht noch irgendeinen der Penner, wenn es dort welche gibt, die verlässlich sind, bezahlen, dass sie ein paar Bildchen machen, wenn die Bullen nochmal kommen. Vielleicht war es eine Einmalsache, dann würde ich es erstmal so durchgehen lassen, weil ich habe jetzt keinen Bock, mich mit den Bullen sinnlos anzulegen. Wenn der Wirt kommt, dann wissen wir, wer es ist und dann fahren wir mal bei denen vorbei und spielen ein bisschen mit deren Hunden und so. Mit deren Kindern. Mhm. Essen mal ein bisschen vom Auflauf, den die Jattin gemacht hat. Judy, machen wir dazu. Oder denkst du, wir sollten direkt akut den Bullen hinterherstellen und die Ohren nicht verwemsen oder was? Ja, ich weiß nicht, wir sollten uns auf jeden Fall erkundigen in der Gegend, ob das noch ein paar mehr Leute haben. Weil, wenn die noch bei anderen Leuten abkassieren und in der Sache. Ja. Wenn wir immer, ich gebe den Leuten Bescheid, wenn wir vorbeigehen und Geld abholen, fragen wir nach und sagen denen, die sollen sich sofort melden, wenn das passiert. Jo, das ist eine gute Sache.
Ich meine, ich habe ja auch letztlich kein Problem, wenn sich da 5 korrupte Bullen finden, habe ich kein Problem, den zum Beispiel den Typ an die abzugeben. Das ist mir ja Wurst, wenn man mit dem ins Geschäft, mit den Bullen ins Geschäft kommen, wisst ihr, dann habe ich da echt keinen Stress mit, aber so jetzt natürlich nicht. Kameras, dann guck mal, was das für Schweine sind. Sehr gut. Ich kümmere mich drum. Schön, schön. Gut. Jo, dann gehe ich, ne? Mach halt vorher noch Bier leer, weil muss ja niemand sehen. Ach, so weit ist es schon. Nein, ich meine... Stellst dich hin und eckst die Tüte noch. Ja, das, ich habe ja Durst, ich habe ja gerade viel getan. Nee, das ist ja auch ein Zeichen von Männlichkeit, das Ding dann zusammenzuknüllen und in die Ecke zu schmeißen, na klar. Ja, sicher, eben. So, und kann mich ja keiner draußen anbekommen, wenn ich noch eins trinke. Halt. Wäre das erste Jahr nach der Ankunft. Das stimmt. Siehst du? So ist dann auch der Plan. Also, ich gehe dann halt raus, ne? Hol mir ein Bier aus dem Kühlschrank und setz mich hin. Sehr gut. Das ist gerade wieder gemeinschaftliche Pornstar-Bewertung. Die, das ist gut. Die Neutalente quasi mal auschecken und da gibt es verschiedene Kriterien, die beiden Alten schon vor Jahren aufgestellt haben. Nach denen wird das dann eingeordnet. Und dann ist da quasi, werden die in der Datenbank unter verschiedenen Kategorien, ne, abgelistet und unter welchem Stuff sie machen. Also unter welche Filme sie genau drehen. Und da kann man dann quasi immer drauf zugreifen. Da kann man dann sehen, hier asiatisch mit Pferden, wie viele Sterne hat die? Ne, schön. Sehr gut. So muss das. Sie. Jojo, du wolltest nach der Mamba suchen, das ergibt sogar Sinn, weil Vlad bestimmt noch ein bisschen wütend ist und eher in den Kraftraum gegangen ist. Ja. Ja, die wirst du auch finden. Die lässt sich gerade den Nächer machen. Okay. Von irgend so einer Schnalle. Das wird sie aber nicht vor der Schnalle diskutieren. Das ist mir klar. Du kannst auch die halbe Stunde warten, bis sie gemacht sind. Sie kann auch die Schnalle mal eben rausscheuchen. Das hatte ich mir auch gedacht. Das wird sie auch tun. Jojo, Alter, du ruinierst mir die Nägel, echt. Warum meinst du, dass sie sich in 5 Minuten weniger gut feilen lassen, oder was? Hä, feilen? Da kommen jetzt, guck mal, die Hälfte der Blümchen sind schon drauf. Jetzt trocknet die Scheiße an und das muss sie dann, ist auch egal. Sie, gibt ihr quasi den Ausdruck. Das sieht aber ernst aus. Gilt. Heißt im Grunde genommen einfach nur, dass sie ist tatsächlich farbenblind und es ist auch mehr als eine Rot-Grün-Schwäche. Das ist aber erstmal nicht weiter dramatisch, weil es was ist, was irgendwie nur die Augen betrifft. Die Sache, die etwas unangenehmer ist, sag ich mal, ist, dass sie offensichtlich irgendwie Probleme mit Cyberware kriegen kann. Das heißt, das Immunsystem, also dein Immunsystem reagiert ja immer, wenn du irgendwas reinkriegst, deswegen musst du am Anfang irgendwie immer immunsuppressiver und so Kram. Und ihr Immunsystem reagiert wesentlich vehementer als das von anderen, also von dir oder mir. Die wird dann den Kabern machen. Ich weiß nicht genau, was für Auswirkungen das haben kann. Das ist nicht ganz klar. Also es kann auch sein, dass das, was auch immer sie dann eingebaut kriegt, tatsächlich massiv abgestoßen wird. Und dann, es kann auch ziemlich unangenehm werden, denke ich. Also das ist... Zumindest war das, was ich gelesen habe. Also... Diese Abstoßungsreaktion davon ist irgendwie 2- bis 3-fach erhöht. Das heißt, das ist dann durchaus mit Schmerzen und allem Möglichen verbunden. Okay. Es ist jetzt erstmal nichts Schlimmes. Ich denke auch nicht, dass das für, also wenn wirklich mal irgendwas sein sollte, dann muss man einfach andere Wege finden, damit umzugehen. Ich denke aber, dass das möglich sein sollte. Also alles, was medizinisch notwendig ist, wenn sie sich nicht gerade die Hand abschlägt, was ziemlich unwahrscheinlich ist, gibt es Mittel und Wege, das problemlos irgendwie regeln zu können. Also zumindest so, wie ich das bis jetzt gelesen habe, ist das
bei irgendwelchen notwendigen Organtransplantationen oder sowas nicht, greift das nicht so sehr. Hm. Also mein Gedanke wäre jetzt noch ein bisschen zu warten. Und dann würde ich irgendwie, wenn es geht, da musst du mir sagen, ob du denkst, dass es klappt, versuchen, den Professor ins Boot zu holen, weil irgendjemand muss es ja rausgefunden haben. Und dann würde ich das mit dem... Und der weiß das schon. Cool. Dann würde ich das mit dem versuchen, Vlad beizubringen. Weil der ist so ein Kybernetik-Experte, der muss das ja auch kennen, was das ist. Der kann dir das mit Sicherheit auch noch 5-mal besser erklären als ich. Ja, 5-mal mehr auf eine Art, die ich nicht verstehe. So. Mehr Fremdworte helfen meistens nicht, weil was nicht kann. Ja, auf jeden Fall würde ich den... Mach das. Aber bestimmt erst so ein paar Wochen. Na, du kannst ihm das auch jetzt schon mal erzählen und dann... Nee, ja, aber ich meine, mit Vlad würde ich dann erst in ein paar Wochen reden. Ach so, ja. Okay, danke. Bitte. Jojo geht. Schick die Schnalle wieder rein. Die hat es aber schon angefangen bei Gandhi, ne? Also der sitzt quasi dann zwei Dinge weiter. Na, die ist gerade beim Feilen. Und so ein bisschen Klarlack. Guck mich nicht so an. Ich habe einfach Blut geleckt in Schweden. Und das sieht einfach schön aus und fühlt sich gut an. Und außerdem habe ich auch ein bisschen Metrosexualität verdient. Ja, ich mach das dann selber fertig, Mascha. Wir setzen uns mal irgendwann hin, dann bringst du mir das bei. Jojo schüttelt nur den Kopf und geht raus. Jojo, warte mal kurz. So ein Nagelpflegestudio, ne? Wo viel getratscht wird und wo die Frauen, wenn es ein bisschen ein besseres ist, von den Männern herkommen, die ein bisschen Macht, Einfluss und Geld und Style haben. Ne? Mhm. Alles, was den Fotzen so gefällt quasi. Und deren Frauen erzählen sich dann bei der Nageltante, die ja quasi die beste Freundin ist, immer den neuesten Tratsch und auch Klatsch. Du meinst, ich sollte in die Nagelbranche gehen? Wenn du eine Gegend findest oder die Möglichkeit findest, die Weiber ranzuholen, die dann deine Zielgruppe sind. Das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, sind wir bis nach Sokol reingestürmt. Und mit wir meine ich euch. Da muss ich doch was machen lassen. Wenn du der Meinung bist, dass du das aufziehen kannst, bitte. Ich werde da mal drüber nachdenken. Ich werde das ausarbeiten und dann werde ich das Konstantin mal präsentieren. Ja. Ich gehe mal zu Ilka in die Bar, ne? Aber mach das nicht mit lackierten Fingernägeln. Ich muss dazu stehen, sonst wäre ich nie ernst genommen. Lackierte Fingernägel werden dir auf jeden Fall dabei helfen. Ich werde jetzt mal zeigen, wie ernst genommen wäre. Er kommt in den Raum, wo ihr gerade Weiber beurteilt, stellt sich hin und schüttelt ein bisschen seine Hand quasi da. Einer der alten Philipp stößt Kaban an. So, aber Kaban, was gibt's denn der schön da? Das Hort, die wäre auch. Also, er zeigt auf Gandhi. Erstmal das Gesamtgeld gesehen. Nee. Also, ich würde sagen, 3 von 10, wenn überhaupt. Ich könnte mir aber tatsächlich. Bisschen zu behaart. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, so in Richtung Blowbang würde da was gehen. Meinst du? Hey, Schätzchen! Hast du schon mal einen Film gedreht? Onkel Philipp hat eine Kamera. Mach dich reich und berühmt. Wir könnten dir auch eine Couch irgendwo hinstellen. Gandhi wird jetzt in die Richtung Jojo brüllen. Du weißt ja nicht, wie ernst genommen ich hier werde. Du würdest dich umgucken, würdest du dich. Pass auf, er wird nachher das beste Mädchen im Stall.
So ist es nämlich. So, Leute, ich muss mir jetzt erstmal die Hufe pflegen lassen vom Hufschmied. Ciao, Jungs. Oh Gott. Man weiß definitiv, wer der Mann in der Beziehung ist. Bitte? Ich hab gesagt, man weiß definitiv, wer der Mann in der Beziehung ist. Das stimmt. Joachim. Aber die da sieht gut aus. Ich finde ja ein bisschen, dass die Nippeloberfläche ist einfach ein bisschen zu groß. Und so tiefdunkel weiß ich auch nicht, ob mir das gefällt. Ja, gut, ein bisschen Bleichmittel drum drüber. Ja, man sieht halt, das Ding ist, ich kann das halt nicht ignorieren, weil das sieht so aus, als wäre die schon 5 Jahre älter als ihr Gesicht und ihr Körper. Und man hat nur vergessen, das an den Nippeln noch zu korrigieren. Und jetzt denke ich immer dann, die ist halt schon so alt. Die sieht dann quasi schon aus wie Ende 20. Wer will denn das? Ist auch viel zu alt. Das stimmt halt. Die besten Jahre schon hinter sich. Aber hast recht, aber ja, eigentlich auf jeden Fall netten Hintern. Da, siehst du? Richtig schöne Rundung hat sie. Und ja, ich sag mal, die Nase. Der Nase, aber auch fast. Schau mal genau hin. Das ist so. Keine Ahnung, das passt einfach ins Gesamtbild. Gesamtbild? Aber ich guck mir nicht den Riechkolben an bei einem Porno. Wo guckst denn du hin? Denn das Gesicht muss ja schön sein. Na, ich lass doch nicht, jedes Gesicht an meinem Schwanz. Ja, dazu kann ich nichts sagen. Bei den Sachen, die ich mir angucke, haben die mal alle so ein Gagball in der Fresse und das verstellt halt nur so ein bisschen. Ja, gut. Manchmal auch irgendwelche Wäscheklammern in den Augenlidern. Da kennt man nicht immer was von mir Sicht. Na gut, aber jedem seine Vorlieben. Ja, na klar. Deswegen sitzen wir ja auch zusammen. Wir können uns doch schön ergänzen. Eben. Tag die mal als Softborn. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall. Da könnte die gut drin sein. Mach mal. Cute. Achso, ihr dürft beide nochmal kurz Charisma. Und ich meine natürlich eigentlich Intuition und Intuition würfeln. Also doppelte Intuition, ja? Ja. Gut. Ich glaube, da fehlt ein SR-Daddy. Das könnte durchaus sein. Okay, also für Jojo, Rosen sind rot, Veilchen sind blau, pow. Schön. Die hat gerade mit anderen Dingen zu tun. Das Ding ist, das, was ich jetzt sagen wollte, hättest du vermutlich sowieso schon, naja, ist egal. Deli. Mutti, ne? Also was Paulina ist. Die ist viel netter zu den ganzen Leuten als noch vor ein paar Wochen. Und die hilft vielen Leuten aus. Das ist echt insane. Also wenn du mal eine gute Strähne von ihr erwischen willst, dann jetzt, wenn du sowas sagst wie, oh, ich habe ja jetzt Werkstattdienst, aber eigentlich bin ich so müde, ich müsste jetzt nochmal. Die ist, manchmal übernimmt die das dann sogar. Die ist einfach so ein Wonneproppen-Junge. Insane. Ist die denn verliebt? Genau, hat sie gefragt, aber könnte ja sein. Die muss ja eine innere Zufriedenheit haben. Das stimmt. Vielleicht hat sie auch ihr Zimmer gefengshuit. Ja, mal gucken. Wenn ich mal bei Gelegenheit, kann ich sie mal drauf anbringen. Gut. Wenn wieder richtig durchgefistet wird. Leute, die nächsten Tage werden einigermaßen ereignislos. Außer Joachims Geburtstag. Weil die könnte auch schon gewesen sein. Na, ist ja auch egal. Aber ihr hattet ja irgendwann gesagt, ihr wollt so ein Logistik-/Taxi-Unternehmen gerne besitzen. Yep. Und wir fangen halt schon an mit zusammen gucken nach so einem Scheiß und bla bla, das ist mir schon klar. Forum-Attacke. Es ist keine Sorge, es ist nicht viel. Ich habe mich zurückgehalten. Es gibt relativ viele große Taxiunternehmen, die halt in der ganzen Stadt operieren. Aber die sind halt dann meistens auch, keine Ahnung, AAA-Con-Abklatsch und so ein Shit. Die sind halt relativ unerreichbar. Deswegen habe ich mir gedacht, sowas in der Richtung, in der Größenordnung könnte euch vielleicht eher gefallen. Maxi-Taxi. Ja, Maxi-Taxi ist auf jeden Fall ein richtig guter Name, das weiß ich. Scheiße, gibt's den tatsächlich? Bestimmt. Also das Erste, was ich finde, wäre dann Kleinanzeigen zu einem Kinderwagen. Ja.
Ja, das ist okay. Okay, ja. Die kleine Single. Und verschuldet. Es gibt einen Nachtrag, den ich noch machen muss. Sie ist natürlich eine Elfe. Vielleicht sollte ich Gandhi einfach mal auf die ansetzen. Mit der ist er besser dran als mit Jojo. Das stimmt, ja. Aber du hast sie ja durch dieses Kind an dich gebunden. Was? Die wildgewordenen Affengänger, sind das zufälligerweise wir? Nein. Gut. Dann machen wir die platt. Seit wann bindet ein Kind? Das ist aber neu. Du hast... Ach stimmt, der ist ja ein Mann. Stimmt, das bindet ihn eigentlich nicht. Dann sollst du ihn wirklich mal auf die ansetzen. Ich glaube, dann ist sie aber relativ bald tot. Wieso? Tu nicht so. Wenn Jojo den Verdacht hätte, dass er irgendwie sich für eine andere Frau wirklich interessiert würde, die aber irgendwie einen Unfall haben, den keiner vorhersehen konnte. Also, dass die so ungeschickt ist. Auf ihren Kopf. Gandhi, ich weiß nicht, was du von mir willst. Na, sie ist halt einfach mitten auf der Straße explodiert. Warum denkst du, dass ich was damit zu tun hatte? Weil dein Geist den Kopf immer noch in der Hand hat. Wer so den Fall? Sie ist jetzt frei. Sie hat auch andere Köpfe in der Hand. Menschen explodieren halt zwischendurch. Das passiert. Sie apportiert halt gerne Köpfe. Schön. Jo. Gibt es wesentliche Dinge, die ihr unbedingt in Erfahrung bringen wollt? Ja, wie hoch denn wirklich die Sicherheit ist? Bitte? Wie hoch denn wirklich die Sicherheit dort ist? Was? Das Ding selbst hat keine Sicherheit, aber es ist halt ein Stadtteil, wo die Bullen in 10 Minuten da sind, wenn es was Ernstes ist und wo Schlösser an den Türen funktionieren und nicht selten auch Max-Schlösser sind, wo es Kameras gibt, die nicht, wo bestimmt nur 10-25%, je nachdem, zerschmissen sind und wo keine Gang, also euch ist, also nicht mal irgendwelche kleinen Dudes, die ihr befehligt, wo die Kriminalitätsrate jetzt nicht unheimlich hoch ist und wo die Leute ein bisschen mehr verdienen. Es ist nichts extra, aber es ist halt was, was einigermaßen funktioniert. Der Anteil an Bevölkerungsteilnehmern, die bewaffnet sind dort, ist echt im Verhältnis zu anderen Teilen ganz schön gering. Das ist ja schön. Dann kann man die ja noch mit Waffen schocken. Das stimmt. Aber ob wir da mit Waffen rein, wir treffen uns irgendwann in Kamans Zimmer. Ja, ihr werdet ja auch bestimmt zum Teil zusammen solche Infos raussuchen, ne? Ja, sprich, wir sitzen entweder bei Kaban oder bei Jojo. Mhm. Ja, ihr habt die Wahl zwischen Kinderkacke und einem Mann in einer Gang, der in seinem Zimmer west. Bei Jojo ist es besser. Und ich wiesel da gar nicht. Jeder Mann, der alleine lebt und Gänger ist, vor allen Dingen west. Allein die Alkoholausdünstungen. Die wollte ich nicht extra erwähnen. Aber wenn du da manchmal mit Vlad sitzt und der dann irgendwie in so eine Bierflasche reinascht und so, denkst du, die räumst du jedes Mal sofort weg, oder was? Ja, nicht unbedingt. Mir ist es egal. Wir sitzen zusammen. Mit der Waffe würde ich gar nicht machen. Meinst du nicht, dass es vielleicht klüger... Also es kommt drauf an, wie wir das haben wollen, aber ich sag mal, eine Möglichkeit wäre ja auch, dass wir das sogar so halb legal oder dass wir das quasi legal betreiben lassen und uns einfach nur... Prozente sicher. Naja, genau. Also einfach nur Anteile besorgen, entsprechende. Das heißt, wir müssen eigentlich nur dafür sorgen, dass es der Dame zwischendurch finanziell mal sehr, sehr schlecht geht und uns dann einkaufen. Ihr geht's ja momentan schon schlecht. Also ich würde ihr eigentlich eher so eine Versicherung anbieten. Aber nicht dem Unternehmen. Ihr wisst nicht, wie es dem Unternehmen geht. Genau, wir wissen... Also das Problem ist, wie würden wir das Kapital des Unternehmens schwächern? Wir würden das Kapital kaputt machen. Oder klauen. Da ist aber das Problem, dass halt wir die Substanz des Unternehmens, die wir benutzen wollen, angreifen.
Naja, wenn wir aber mal kurzzeitig dafür sorgen, dass wir zum Beispiel so ein Taxi, es muss ja nicht kaputt sein, es müssen ja einfache Sachen sein, weißt du? Es muss ja nichts sein, was wirklich schwerwiegend ist. Ja, wenn es nichts schwerwiegend ist, dann brauchst du auch nichts kaufen. Also nicht großartig. Ja, es geht ja eher um Verdienstausfälle. Ich glaube, wir sollten ihr einfach eine Versicherung an. Und die Möglichkeit, in unser Gebiet zu expandieren. Weil hier haben wir keine Taxiunternehmen, aber hier haben wir keine Taxiunternehmen, weil die Taxiunternehmen Betreiber sich überlegen, machen wir alles kaputt. Die könnte quasi das einzige Taxiunternehmen sein, was hier arbeitet. Ja, aber also, was ich halt denke, ist, wir können da nicht einfach mit einer Knarre auftauchen, so blöd ist die nicht. Und damit machen wir uns eigentlich nur Probleme. Also ich denke, wenn wir uns das als Standbein nehmen, um wirklich auch von der Seite einen stetigen Geldfluss zu haben, der und ein bisschen Kapital haben mit so der ganze kleine Nebenkram, den man damit noch so zusätzlich machen kann, sei mal dahingestellt, aber also dafür kann man es dann sicherlich auch nutzen. Das heißt aber, dass wir quasi einen Mindestanteil haben müssen und dass wir das zumindest teilweise dann irgendwie vielleicht auch in die ganze Sache eingliedern können, die jetzt sowieso schon läuft. Also mit den Bars und dem Sonnenstudio und dem ganzen Kram halt. Das heißt, dass wir die auch als Geschäftsführer behalten sollten. Also ich sag mal, es nützt halt nichts, dass wir irgendwie jetzt irgendwie zu offensichtlich irgendeinen Scheiß machen und dann dastehen und sagen, ja, hey, wir sind die großen Helden. Also ich glaube, so doof ist die nicht. Aber ich meine halt eher kleinere Sachen, die halt einfach passieren. Der Mitarbeiter wird krank, sie muss für Ersatz sorgen. Das ist halt eine langfristigere Geschichte, aber das muss ja auch nicht von jetzt auf gleich passieren. Weißt du, was ich meine? Das ist ja was man stetig machen kann und immer ein bisschen bohren kann. Und ja, aber da haben wir nicht die Sicherheit, dass wir da sofort reinkommen. Wieso da nicht? Da wird sie wahrscheinlich eher von größeren Unternehmen gekauft. Naja, wenn man sich nebenbei mit ihr anfreundet, vielleicht nicht. Die muss ja nicht wissen, wer wir sind. Ich sag mal. Also ich bin da eher für so eine Art Lightning Strike anstatt. Für eine was? Lightning Strike. Los, reingehen, rausgehen und. Aber das ist so Koll. Das ist nicht unser Gebiet, verstehst du das? Ist noch nur am Turf. Ach so. Ja, ihr seid denn so Koll, Freunde? Aber natürlich könnt ihr euch dort nicht austoben wie hier. Das meinte ich mit Sicherheit. Ach so. Naja, dann ist es, also ich weiß nicht, ich fände es eigentlich geiler, wenn es nicht so offensichtlich ist, weißt du, dass das Ding dann uns gehört. Weil dann haben wir auch weniger Probleme mit den Bullen oder irgendwas anderem. Dann ist das Ding halt nicht sofort auf dem Kieker, wenn uns mal jemand an die Eier will. Weißt du, was ich meine? Also natürlich haben wir nicht die Sicherheit, dass es ein anderes Unternehmen kauft, aber dann suchen wir uns was anderes. Das ist ja jetzt nichts, was akut notwendig ist oder was schnell gehen muss, sondern das ist einfach was wir irgendwie probieren können und wenn es klappt, dann ist gut und wenn es nicht klappt, ja scheiße, aber so eine Möglichkeit, wenn die sich so unterwegs dings, also wenn die so unterwegs ist, sich mal mit der irgendwie zusammen zu dingsen und vielleicht freundet man sich ja an, man redet mal. Ich weiß nicht, ob das so erfolgsversprechend ist. Na, was wäre denn erfolgsversprechender? Das Ding ist halt, weißt du, das Hotel, da sind wir jetzt mit der Waffe hingerannt, das haben wir auseinandergenommen und das gehört jetzt uns. Okay. Das ist aber in einem beschissenen Stadtteil. Da ist es auch egal. Da ist an sowas sind Bullen nicht interessiert, aber an so einem einigermaßen gut gehenden Taxiunternehmen. Wenn wir uns da so reinhauen,
dann kann ich mir halt vorstellen, dass jemand, der uns dann ficken will oder die Bullen oder irgendwer anders, uns damit dann anfängt, das Leben schwer zu machen und dann das viel mehr im Visier hat, als wenn gar nicht klar ist, dass uns das wirklich gehört. Weißt du, was ich meine? Dann können wir da mit viel mehr machen, dann können die Dinger rumfahren, ohne dass die alle naselang von den Bullen angehalten und durchsucht werden, weil die vermuten, dass wir da wieder irgendeinen Scheiß mitschmuggeln. Ich dachte ja an dein Angebot, dass ich nicht ablehnen kann. Machen wir den Menschenkenntnis. Was? Macht mal bitte Menschenkenntnis. Also Rosen sind rot. Nee, die von dem, was jetzt auch noch, wenn ihr euch ein bisschen, weil ihr habt ja ein bisschen umgeguckt, was sie so postet und so ein Shit. Es erfüllt sie schon auch mit Stolz, dieses Unternehmen unabhängig zu führen und sich halt nicht zu franchisen von irgendeinem anderen großen Taxikon, ne? Und sie ist an ein Leben ohne offensichtliche Bedrohung so gewöhnt, dass es gut sein kann, dass wenn ihr sagt, Schätzelein, schöne Abdrücken jetzt, sonst knallt's nochmal, dass sie einfach sagt, okay, ich möchte gern mein Taxiunternehmen verkaufen oder ich melde hier Insolvenz an oder was man sonst so macht. Sie ist gut genug ausgebildet, um einen schlechteren Job oder ein schlechter bezahlt, naja, was heißt schlechter bezahlt, man weiß nicht, wie gut das Ding läuft. Aber einen Job zu finden, der vielleicht nicht sie so stolz macht, aber der sie ferner hält von solchen Sachen, wo sie einfach eine Angestellte ist und nicht das Ziel von irgendwelchen Leuten. Sie ist vermutlich auch zu selten mit solchen Leuten wie euch in Kontakt getreten. Also die würde vermutlich zu viel Angst haben, wenn ihr zu offensiv rangeht. Da würde sie einfach sagen, okay, wer weiß, was die Typen machen, die sind ja völlig unberechenbar, ich verpiss mich hier. Und das kann sie tatsächlich. Sie ist nicht verzweifelt genug von ihrem Bildungsstand und so ein Shit. Und sie ist eine Elfe. Sie kann immer noch Nacktmodel werden. Das ist doof. Das spricht gegen Lightning Strike. Ja, ich sag mal so. Aber das spricht aber auch dagegen, dass die Wild nicht unbedingt Hilfe suchen, wenn sich die vor die Griff fährt. Naja, entweder sie meldet Insolvenz an, das heißt aber trotzdem, dass wir es kaufen können. Also wir könnten das so machen. Wie du sagtest, so schön immer so Kleinigkeiten und ihr dann immer Geld leihen, aber das müsstest du sonst wirklich kennen vorher. Naja, was ich halt meine ist, wir können sie ja schon mal irgendwie anfangen, in finanzielle Schwierigkeiten zu bringen. Also es darf auf jeden Fall nichts sein, was wirklich offensichtlich ist. Halt, dann irgendwas, was halt mal passieren kann, dann ist halt mal eine Zündkerze locker, dann ist mal ein Mitarbeiter krank und kommt nicht zur Arbeit plötzlich, um eine Schicht zu übernehmen. Das bedeutet, jemand anders muss, aber es gibt auf jeden Fall Verdienstausfälle. So, das kann man ja alles timen. Dann, keine Ahnung, müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr rausfinden, von wem die so, also dann gibt's vielleicht Probleme mal mit ihren Studiensachen, dann kommt deswegen mal jemand bei ihr vorbei und sagt, hier, wie sieht's denn da aus und so. Also einfach erstmal sie unter Stress setzen, weißt du, was man durchaus machen kann, ist halt nebenbei, während das passiert, irgendwie gucken, dass man sich an die Alte ranschmeißt, irgendwie auf irgendeine Form, keine Ahnung, ne, man freundet sich halt irgendwie an, vielleicht geht das ja. Und dann wäre es halt echt ein Ding, so damit vielleicht wirklich mal aushelfen zu können oder sowas. Also, oder zumindest jemanden zu kennen, der es kann. Wenn sie wirklich so auf Unabhängigkeit pocht, dann wäre das irgendwie eine Möglichkeit, dann im ganz am Schluss, wenn sie so angefixt ist oder wenn sie unbedingt ihr Ding behalten will, aber halt dann vielleicht zu sagen, okay, man kennt jemanden oder man hat eine Möglichkeit, an eine größere Summe Geld ranzukommen oder sowas, und dann kann man ja immer noch sagen, okay, da will jemand als Partner rein, das müssen ja nicht wir persönlich sein, eventuell holt man sich dann dafür einen Strohmann oder irgendwas anderes. Andere Sache, spielt sie? Zum Beispiel Poker oder so? Gebt mir nochmal eine Datensuche. Ich bin da gut drin. Tisch und Computer, falls ihr das vergessen habt. Ich muss mal eben gucken, ob ich mich mittlerweile auf Datensuche spezialisiert habe. Ach so. Nee, immer noch nicht.
ich das jetzt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon mal ein Charakterblatt gesehen habe, wo das schon drin war, ne? Also hier steht's gerade in meinem nicht drin. Okay. Sag mal, Deli, hast du 3 Erfolge? Ja. Autsch. Na. Was war's? Waren Intuition und Computer? Ja. Ich kann heute nichts. Rosen sind rohe Feichen vom Blaupau. Daddy. Ja. Ja. Und zwar einmal im Monat, immer am ersten Sonntag des Monats. Genau 3 Partien von irgendeinem, weiß ich nicht, online Mahjong? Nee, nicht mal online. Das macht sie in Donskoy. In dem legalen Schuppen, der Haufen asiatischen Glücksspielscheiß anbietet. Du hast 3 Erfolge, Alter. Ist immer mit demselben Dude. Da macht sie genau 3 Spiele und dann verpisst sie sich wieder. Und der kommt dann 5 Minuten später raus. Ah ja, der Typ hat eine einigermaßen schlechte Latexmaske im Face. Und das müsst ihr nicht würfeln, weil ich weiß, dass Julio da gut drin ist. Sein Habitus ist nicht der Habitus eines Gangsters, eines Kriminellen, eines Unterweltbarons, eines fiesen Fieslings. Es ist der Habitus eines nicht direkt Lappens. Also der hat stramm zurückgezogene Schultern und so einen halb gierigen, halb ehrgeizigen Blick. Aber er bewegt sich einfach wie ein fucking Lohnsklave. Jetzt müsste man wissen, verliert sie da regelmäßig? Das weißt du nicht. Also es wäre ja die perfekte Möglichkeit, um Geld den Besitzer wechseln zu lassen. Wem gehört denn das Gebiet? Niemandem. Oh. Also der Schuppen gehört jemandem, aber was hört, das ist schon okay. Das ist in dem C-Gebiet, unter dem B-Gebiet da. Okay. Da fährt sie aber echt weit. Sie fährt echt weit, ja. In eine echt beschissene Gegend. Ja. Dafür, dass sie sonst so behütet ist. Das stimmt. Aber ohne Nervenkitzel im Leben. Mal richtig die Sau rauslassen, einmal im Monat genau 3 Spiele zu machen. Ich meine, was gibt's denn krasseres? Du kannst halt deine Gartenzwerge mal gießen, aber noch krasser kannst du wirklich nicht werden. Vielleicht sollten wir da mal hin. Am nächsten Termin. Das finde ich durchaus interessant. Und ich will mir übrigens auch angesagt haben, dass ich mich um diese blöden Kameras kümmere. Ich will nämlich die Bullen platt machen. Achso, ja. Easy. Ich kann dir schon mal sagen, die kommen zumindest im nächsten Monat nicht. Das ist gut. So, was hatte ich gesagt? Erster Sonntag? Mhm. Ja. 5. Mai also. Das wären jetzt so 2 Wochen oder sowas, ne? So, und ist der Typ auf den Strich gegangen? Ja, sein Face war völlig zerballert, den will doch jetzt keiner ficken. Er stand noch auf der Liste und er saß auch, man hätte quasi sagen können, komm mit mir ins Zimmer, dann wäre er mit seiner Armschlinge und mit seinem Gesicht, das einfach kein Gesicht war, hätte mitkommen können. Aber, wer will denn das? Er muss sich anscheinend mehr anstrengen. Oder die Preise senken. Naja, du, das will dann trotzdem keiner. Ach, 5 Fünfer. Da gibt es auch männliche Nutten, die halt, weißt du, besser aber sind. Aber doch nicht 5 Fünfer. Also wenn du ihm das sagst, würde er seinen Preis auch auf 5 Millionen runtersetzen. So ist es nicht, der hat genug Schiss. Und er hat auch am nächsten Tag nicht das Geld. Aber er würde dir halt den gesamten Tagesertrag geben, sag ich mal. Da hast du halt, keine Ahnung, nochmal 600. Na, nee, 350 oder sowas. Na guck.
das machen wir halt immer wieder. So 3-4 Mal hintereinander. Bis er abbezahlt hat. Es wird immer weniger, das ist klar. Ja, aber ich meine jetzt, wenn er dann abbezahlt hat, machen wir es halt noch einen Tag oder zwei weiter. Weil er muss ja seine Schulden abbezahlen. Ja, natürlich, Zinsen. Eben. Schön aufpassen in der Schule. Genau. Easy. So, und dann lassen wir den wieder in Frieden. Gut, also. Dann, würde ich mal sagen, gehen wir da mal hin und spielen mal mit der mit, wa? Ach so. Beziehungsweise halt. Ich kundschafte ein paar Tage vorher mal den Laden aus. Was ist das denn für so ein Laden? Wie sieht denn der aus? Ich kann da ja reingehen, bestimmt. Müsst ihr dein Tattoo zeigen? Pff, bin ich bekloppt? Nein. Achso, okay. Sieht ziemlich billig aus. Du hast ein paar Leute, die dort so tun, als würden sie spielen, aber offensichtlich bewaffnet sind. Und du hast aber keine sichtbare, krasse Sicherheit. Sondern das sind halt die Leute, die sehen auch aus, als wären sie geübt im Knochenbrechen und alles. Die Leute, die in dem Stadtteil leben, gehen dort nicht hin. Dafür, also ein paar schon, aber die werden meistens da nicht reingelassen, weil was soll denn das? Außer zu besonderen Fällen, wo man was von denen braucht und die dann danach ordentlich ausgepresst werden. Aber das ist tatsächlich so ein Laden für einen Lohnsklave sucht den Kick, aber halt auch nicht zu viel Kick. Wenn du dort reingehst, wirst du als normaler Mensch schon denken, oh, das ist ja alles ganz schön aufregend, aber es ist nicht wirklich so ein ultra schlimmer Laden, wo du direkt abgestochen wirst. Ist es einfach nicht. Der Typ, der den Laden besitzt, hat da auch ein bisschen was reingestellt, um das sicherzustellen. Das heißt, der weiß ungefähr, wer da aus der Gegend hinkommen könnte, um Stress zu machen. Und die kann er schon fernhalten. Dafür ist er einflussreich genug. Aber er ist kein übelster, krasser Dude. Okay. Ansonsten halt asiatischer Stil und so ein Kack. Mhm. Hinterzimmer oder sowas? Gibt's ja. Ah. Also die kann jeder bestellen, vorbestellen und so ein Shit. Sind aber echt nicht billig. Ist okay. Sind denn für nächste Woche Sonntag, also für diese Sonntag quasi dann noch welche frei oder sind die alle belegt? Sind alle noch frei. Cool. Ja, dann würde ich sagen, spiele ich ein bisschen. Vielleicht habe ich Glück und gewinne was. Wenn nicht, nope. mein Limit liegt bei 100 Nuyen. Ja, hast du 100 Nuyen verloren. Ärgerlich. Man gewinnt nie beim Glücksspiel. Man könnte ja auch mal Glück haben. Nee, das Glück hatte schon Katharina. So. Aber gibt es jedenfalls in dem Laden schön Bier dabei. Oder gibt's nur alkoholfrei? Nee, es gibt alkoholische Getränke, aber kein Bier. Sake und so ein Shit halt, ne? Ja, okay, aber. Reisschnaps. Ja, was soll man machen? Reisschnaps schmeckt halt und schmeckt nach dem zweiten nicht mehr scheiße. Es gibt auch Amakong. Boah. Geilster Shit von Welt. Mhm. Den trinke ich nicht. Also nur, wenn er vorher geschüttelt wird. Boah. Nee, der wurde auch nicht geschüttelt, aber wenn du den dann einkippst, dann setzt sich innerhalb von 2 Minuten unten so eine dicke, schwarze, nennen wir es mal, staubähnliche Schicht ab. Mm. So muss das. Ein richtig guter Amakong. Wenn dem irgendjemand in dem Laden bestellt und ganz so klein ist er nicht, dann merkst du das sofort. Ja sicher, alles ist aber plötzlich still. Gibt's da einen Dresscode? Nö. Okay. Du sollst nicht stinken, wenn du da reinkommst. Hm. Und nicht vollkommen zerfetzt aussehen. Du sollst die Leute dort nicht so übelst joggen, aber es gibt keinen direkten Dresscode. Uniform und zu offensichtliche Konzerne, die übelsten hier, ich bin ein Lohnsklave und kann mir genau den Stil da leisten. Das ist ein bisschen verpönt, aber ist auch nicht verboten. Aber du würdest damit auffallen. Naja. Jojo hat ja mittlerweile beruflich bedingt einen sehr weit gefächerten Kleiderschrank. Sie hatte das schon immer. Das stimmt, aber jetzt enthält er auch Kleidungsstücke, die sie sonst in ihrer Freizeit eher nicht trägt. Ja.
Das heißt, sowas wie eine Jeans und irgendein Oberteil oder sowas kann man dann halt mal anziehen, was nicht völlig scheiße aussieht und aber auch nicht auffällt. Ja. Aber Jojo guckt sich erstmal an, was Kaban da herausgefunden hat. Ja, was kriege ich denn alles so raus? Also ungefähr Anzahl Wachen und so weiter? Achso, wie groß ist das Ding? Das Ding ist tatsächlich recht groß, ich würde sagen, Schulturnhallen groß. Plus Hinterzimmer, also quasi noch die Umkleidekabinen dazugerechnet. Und du hast da 8 Leute drin. Und ein paar von denen haben dann zum Beispiel sogar so einen Cyberarm und so, die sind richtig krasse Boys. Das ist schon gut gesichert. Wenn du dazu zweit Stress machen würdest, würden die dich auf jeden Fall vernichten. Ansonsten noch Bedienpersonal und Spieltischpersonal in ausreichendem Maße. Es gibt keine Kameras, die Lohnsklaven sehen würden, aber es gibt natürlich Kameras. Die sind nicht megamäßig qualitätsdingsig, aber es würde reichen. Schlösser gerade zum Hinterzimmer und zum Chefsaal sind natürlich angemessen. Jojo geht aber warte mal kurz. Es gibt eine Putzdrohne, die ist einigermaßen auffällig, die sieht ein bisschen modifiziert aus. Jojo geht in der Zeit, in der Kaban das ausspioniert, Demian besuchen. Was Spezielles? Nö, einfach nur Kontaktpflege. Das ist schön. Er hat gerade, er hat wieder ein paar seiner Leute verdonnert zum Schauspieltraining oder zur Schauspielausbildung. Die sich darüber immer richtig freuen. Und er würde, wenn du dir die Zeit nimmst, natürlich mit dir gerne die immer ein bisschen runter machen wegen ihrer Performance. Und er gibt auch gern Tipps. Also er stellt sich damit auf die Bühne und lässt sie das fühlen, weißt du? Dass sie dann auch mal ein bisschen... Du weißt, was ich meine. Dass sie sich richtig gedemütigt fühlen von manchen Schauspielkramsübungen, die man halt so macht, ne? Jojo ist ihm gerne behilflich. Natürlich. Sehr gerne. Natürlich. Sehr gut. Die richtig Mist gebaut haben, die müssen auch ab und zu da mal singen. Musical-mäßig. Jojo hat viel Spaß. Das kann ich mir vorstellen. Notiz, irgendwann werden ja wieder neue Prossies kommen. Du meinst so eine Art Schüleraustausch? Na, quasi. Oh. Das ist ja nicht so dumm. Dann schickt er ein paar von seinen Leuten, aber nicht alle. Die dann später auch ein bisschen mehr Knochenbrechen machen sollen, macht's mit zu euch eine Woche. Zum Beispiel. Ich finde, das ist ein hervorragendes Geben und Nehmen. Und dann kommen die Schüler immer vom Schüleraustausch zurück und sagen, oh, bitte nie wieder. Auf beiden Seiten. Ja. Aber ich finde das gut. Es ist halt, du musst dann halt nur jemanden haben, der das einigermaßen beaufsichtigt, damit die nicht zu viel von den Geschäften nie was mitbekommen. Das wäre ja unangemessen, ne? Ja, natürlich, aber... Ja, ist ja okay. Zum Glück ist Kaban kein Prossi mehr. Ja. Juli. Shit, das hatte ich euch natürlich nie gesagt, weil wir dieses Treffen mit Damien nicht ausgespielt hatten. Der war ja mit Schrauber und so einer knochigen Alten da. Und Schrauber hat sich halt benommen wie ein normaler Mensch. Freundlich, höflich, zurückhaltend, nicht dumm, nicht richtig, nicht mental, sondern einfach wie ein normaler Mensch. Der war einigermaßen eloquent, scherzhaft und, ne? Dings. Juli, jetzt aber. Der kann dann Schauspielerei, hm? Natürlich. Okay. Du sagst also, wir gehen dann irgendwann mal da rein. Die Frage ist, wenn wir da, bevor wir da hingehen, sollen wir mal versuchen, den Besitzer irgendwie zu bestechen, dass wir mal mitkriegen, was da läuft, oder? Ja, genau. Also ich würde gerne wissen, was da läuft, um halt, wenn die halt irgendjemanden Geld abdrückt und das offensichtlich das tut, um halt irgendwie nur Schutzgeld zu bezahlen oder sonst irgendwas. Willst du das, wenn ihr da zusammen hingeht, oder willst du das, während du alleine das Ding auscheckst? Nein, also wenn wir dann
da zusammen hingehen, während sie auch da ist. Das kann man ja, okay, okay. Da kann man sie ja beobachten. Also ich wollte es erstmal nur abchecken, um halt zu wissen, wo sind die Ausgänge, was habe ich zu erwarten und so weiter und so fort. Okay, das easy. Die Leute auch, die da wachen sind, die sind nicht so professionell, so ist das alles nicht. Achso, und der Chef heißt Bingo. 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 Richtig. Okay, es ist aber auch niemand, mit dem man bisher mal Ärger hatte, oder es ist ein völlig unbeschriebenes Blatt, ja? Der sitzt da schon ewig, aber Moskau ist echt riesig, du warst halt einfach nicht überall. Nee, das ist klar. Ich wollte nur wissen, ob der Name in irgendeiner Form mal irgendwo bei Jojo gefallen ist, sodass sie weiß, ich sollte jetzt nicht mit dem reden oder ich sollte mit dem reden oder je nachdem, wie das Gespräch läuft, kann ich dies oder jenes tun. Für dich ein ziemlich unbeschriebenes Blatt, der hat jetzt ein eines Ding und Quatsch. Okay. Na gut, dann gehen wir da mal hin. Aha, sie muss vorher noch mal ganz kurz gucken, gibt's da einen Hüter oder irgendwas ähnliches, Magie-Dingsiges? Ein Hüter? Siehst du dich? C-Minus-Gebiet wahrscheinlich nicht. Ja, okay, ist ja gut. Klar gibt's da einen Hüter. Echt? Also sagen wir es mal so, da gab's mal einen Hüter und der ist jetzt bestimmt noch wie so ein Stück Toilettenpapier. Der ist eigentlich schon konstant am Auseinanderbrechen. Okay. So Stufe 0,25 oder sowas ist der. Oh. Schade, dass Jojo keine Hüter erschaffen kann. Manchmal kann man Leute damit auch gut bestechen. Aber es ist tatsächlich ein sehr schönes Ereignis, wenn man sich das anguckt, wenn du so eine Schutzblase hast, die sich dann langsam so fleckenweise auflöst und dann aber wieder einigermaßen zusammenblubbert und so. Das sieht schon ein bisschen, als hättest du LSD geschluckt und hättest dich vor der Hauswand gestellt. Richtig schön. Sie guckt sich das ein kurzes Weilchen lang an. Und geht dann aber zusammen mit Kaban hinein. Schön. Wollt ihr vor ihr kommen oder nach ihr? Vor ihr. Und, gemeinsam als Pärchen oder ihr trennt irgendwie? Keine Ahnung. Was meinst du? Naja, in so einem Läden bewachen die wahrscheinlich die Kommunikation, um halt Falschspieler auf den Schlicht zu kommen. Und ich würde ungern als Falschspieler da angesprochen werden. Also dementsprechend würde ich das offen machen, dass wir uns kennen oder so. Dann können wir nämlich auch offen miteinander reden. Ja. Okay. Benutzt ihr eine eure Aliasse? Gute Idee. Ne? In der Tat sollten wir das vielleicht tun. Ich meine, wir haben sie doch extra und die waren auch so schön und dann müsst ihr auch keinen verkleiden würfeln. Genau. Was nehmen wir denn? Die Punker? Naja, die Punker sind so schlecht. Mein Hund darf ich leider nicht mitnehmen. Wieso darfst du deinen Hund nicht mitnehmen, wenn er sich benimmt? Du bezahlst eine Hunde-Eintrittsgebühr von 20 Nuyen und hast ihn gefälligst an der Leine zu haben? Na, dann ist ja wohl klar, was ich mache. Ich glaube, das Suicide-Mädchen passt da am besten rein. Gut. Na, eher als die anderen irgendwie. Die anderen fallen nur unangenehm auf. Ja, die ist eine der Möglichkeiten, die auf jeden Fall geht, klar. Iodi, also Nico und Suicide Girl Nummer 4 gehen da rein. Easy. Es ist ganz gut gefüllt, ist immerhin Sonntag. Die Stimmung ist für so einen Laden tatsächlich einigermaßen ausgelassen. Manche sind ein bisschen angespannt, aber eher wegen der Erfahrung und nicht, weil sie schon 700.000 Yen Schulden haben und morgen die Knochen gebrochen kriegen. Okay. Na, wir setzen uns irgendwie erstmal so hin, dass, oder irgendwo hin, keine Ahnung, man kann ja auch erstmal was trinken oder irgendwas anderes. Natürlich, es gibt eine Bar. Sehr gut. Lässt sich der Geschäftsführer hier eigentlich ausmachen? Hat er sich unter das Volk gemischt oder ist er eher so ein Typ, der in seinem Büro ist? Zurzeit nicht. Okay. Aber bei wo Kaban da war, ab und zu ist er draußen und
man kann, also du hast zumindest einen so einen halb zittrigen, halb freudig erwartenden Typen gesehen, der gefragt hat, mal ganz diskret an der Bar, ob er mal erstmal mit dem Geschäftsführer sprechen könnte, und sie hat ihn dann freundlich den Termin klar gemacht für in 10 Minuten. Und dann ist er ins Büro gekommen und wieder rausgekommen und war selbstsicher und hat all sein Geld, was er mit hatte, verspielt. Aber zwischendurch hat er eine echte Glückssträhne gehabt. Cutie. Naja, erstmal gucken und erstmal warten, bis die Alte überhaupt da ist. Das dauert, Mayong dauert ja, glaube ich, immer ein bisschen. Wie selbstsicher war er plötzlich? So selbstsicher wie jemand, der was Illegales tut. Bloß für die Leute ist halt da hinzugehen schon illegal, ne? Und bestärkt wurde, dass das alles klar geht, dass er nichts zu erwarten hat und dass er sich hier amüsieren kann. Nicht über alle Maßen. Wie ein Trottel, der aufgemuntert wurde, dass das hier was Tolles ist. Und dass man ja auch mal nach stundenlanger Schafferei die Sau rauslassen kann. Ist dir das Erklärung genug? Ja, ich habe irgendwie die Befürchtung, dass der Typ dem gerade einen Mutschip gegeben hat. Hier, nimm diese Droge, dann geht's dir besser. Dann verlierst du all dein Geld. Super. Ich meine, es ist nicht auszuschließen. Aber das passiert hier ja vielfach. Also, Jojo blendet das aus, aber... Ist auch nicht so, als würdest du das sehen. Ja. So, die Alte kommt irgendwann, geht an den Tisch. Ich weiß nicht, wie lange Mayong dauert, bestimmt eine Weile. Ich kenne nur das Computer Mayong und das dauert immer eine ganze Weile. Ach, keine Ahnung, die haben eine andere Version, die schneller geht. Die Leute müssen schnell ihr Geld verlieren. Und... Ich weiß nicht, was für... Ist aber egal eigentlich. Wird da erstmal alleine spielen. Dann kommt später dieser andere Typ rein. Diesmal hat er seine Maske ein bisschen besser hinbekommen. Setzt sich dazu. Sie tauschen ein paar Höflichkeiten aus. Aber sie wirkt nicht direkt voller Verachtung, aber voller zurückgehaltener, voll gut zurückgehaltener Verachtung. Und es gibt, soweit ihr das sehen könnt, keinen Austausch von Waren oder Dienstleistungen. Sie wird dort 1 gewinnen, 2 verlieren und dann würde sie wieder gehen. Was hat sie denn so an Geld verloren? 180. Ich würde gerne den Typen verfolgen. Okay. Und ich möchte gerne währenddessen irgendwie ein Foto von dem von den beiden machen. Mhm. Und dann gerne den Geschäftsführer sprechen. Gut, Daddy würfelt erst einmal in Tischen und Schleichen. In Tischen und Schleichen, das ist richtig gut. Ist das so? Obwohl, nein, bin ich nicht, weil jedes Mal, wenn ich sage, ich bin gut, dann bin ich schlecht. Nee, ich erinnere mich an, darin bin ich gut, ich nehme mal lieber Edge und dann hast du 8 Erfolge gehabt und ein Auto zertrümmert mit einem Schuss. Mhm, ja gut, ich auch. Jetzt waren es 3 Erfolge, das ist völlig okay. Ja, was soll denn haben, das ist eine Notsklave. Juti, da aber so eine eiskalte Verfolgungsjagd ein bisschen länger dauert, Jojo. Mhm. Du gehst zur Bar, sagst, du würdest Herrn Bingo sprechen. Ja. Juti, dann würde ich sagen, dass er in ein paar Minuten für dich bereit ist, würde dir dann sagen, dass der dann dort aus der Tür rauskommt und wenn die sich öffnet, sollst du quasi hingehen. Das passiert dann auch. Dann geht's hin. Es ist ein dickbäuchiger, kahl rasierter Mann mit einem Militärtattoo, das schon verdammt ausgewaschen ist. Ende 50. Nein, Kaban. Ein ganz normales Militärtattoo. Mit einem. Der Torso wirkt ziemlich, ich sag mal, ne? Cyber-Torso, du weißt schon. Hm. Wird ihr einigermaßen freundlich zu lächeln und dann quasi schon mal in den Raum reingehen, sich hinsetzen, dir einen Platz anbieten, dir was zu trinken hinstellen. Also quasi einfach nur auf ein kleines Tablett deuten mit 2 Gläsern, einer Wasserflasche, einer Schnapsflasche, einer Weinflasche. Hm.
Was kann ich denn für Sie tun? Ich habe ein kleines Anliegen. Und zwar bezüglich einer Person, die sich regelmäßig hier aufhält. Naja, Sie können natürlich verstehen, dass ich über unsere Kunden natürlich einfach keine Auskunft geben kann. Denen wird natürlich die gleiche Privatsphäre zuteil wie Ihnen auch nicht. Natürlich können Sie mir über Ihre Kunden keine Auskunft geben. Auch wenn es möglicherweise ein paar Gründe gibt, die da vielleicht für sprechen. Diese Gründe hat sie gerade in Form eines Credsticks in der Hand. Das ist, also junge Frau, Sie sollten sich da wirklich vielleicht irgendeine andere Möglichkeit finden, was über Personen rauszufinden. Ich habe relativ zeitig lernen müssen, dass es sich einfach nicht lohnt. Dass es sich einfach nicht lohnt, da Geld anzunehmen. Das wird wirklich nichts. Ich würde Sie dann auch bitten, dann zu gehen. Solche Dinge in meinem Geschäft, die sind mir nicht ans Recht. Du merkst, dass er ein Foto von ihr macht. Weil der Ungeschickte sagt, dafür an seinem Comlink rumfingern musste. Anfänger. Sie schaut ihn an, so viel zum Thema Privatsphäre. Aber selbstverständlich respektiere ich Ihren Wunsch. Ich kann Privatsphäre nur dann sicherstellen, wenn ich dafür sorge, dass Leute, die sich hier meiner Ansicht nach fehlverhalten, nicht mehr reinkommen, nicht wahr? Das stimmt selbstverständlich. Jojo geht. War ein Versuch wert. Ja. Ich meine, du bist halt irgendein Niemand. Das stimmt, aber sie wollte jetzt auch nicht das Gang-Tattoo rausholen. Deshalb hielt sie irgendwie für übertrieben. Darauf kann sie immer noch zurückkommen. Das stimmt. Kaban! Ja. Er wird eine ganze Weile laufen und dann irgendwann an einem kleinen Parkplatz ankommen, der dann im B-Gebiet tatsächlich schon ist. Dort seine Kiste holen. Es ist ein Smart-Verschnitt für normal Unterschicht verdienen sie in irgendeinem Con. Es ist ein Modell, das von Neonet vertrieben nicht hergestellt wird. Und losfahren. Ich würde davon gerne Fotos machen. Selbstverständlich. Da sind eine Maske mittlerweile abgenommen worden? Nee. Hier ist so ein B-Gebiet. Was sagt denn seine Sinn? Also beziehungsweise, was sagt denn sein Comlink? Das muss er ja ausstrahlen. Das ist dann dort öffentlich ausgestrahlt, ja. Das ist ja ärgerlich, ne? Ja. Schon. Matrov Putscherensnik. Poste mir das mal. Okay, warte. Ja. Wir sagen also, wir nennen wir ihn doch einfach beim Vornamen, dieses Förmliche immer. Ja, können wir bitte so unsere Folge nennen? Sehr gern. Ich würde sagen, ich habe nicht gelernt, mir Qualitätsnamen im Russischen auszudenken, oder was? Doch, deswegen wollte ich das ja ehren, damit du das zur Schau stellen kannst, wie schön du das ausgemacht hast. Wie man offensichtlich als eingefleischter Russe erkennt, hat der tschechische Vorfahren. Selbstverständlich. Es sind die Feinheiten im Slawischen, die man hier lernen muss. Ich verstehe das. War das vorhin 3er-Folge bei Datensuche, ne? Mhm. Neonet, Mitarbeiter im Bereich der Softwareentwicklung für Drohnen und Fahrzeuge, Unterabteilung für die Entwicklung von und Verbesserung von Pilotprogrammen, ist ein ziemlich kleiner Fisch. Also was heißt ein ziemlich kleiner Fisch? Das ist einfach ein fucking Lohnsklave. Wohnhaft Ostsokol, arbeitet dort auch, ja. Die Frau will ihre Fahrer outsourcen. Das ist faszinierend. Wenn er ist selber Programmierer, oder? Ganz genau findest du das nicht raus. Er könnte in der Abteilung auch immer noch irgendwie sowas wie ein Sekretär sein, aber... Aber okay, er ist wahrscheinlich Programmierer.
Dann programmiert er die Drohnen nebenbei schwatt und wird dafür legal im Glücksspiel belohnt. Das ist gar nicht dumm. Er hat übrigens auch kein Geld gewonnen, der hat Geld verloren. Es waren noch 2 gegen 3. Stimmt, scheiße. 2 gegen 1, Entschuldigung. Ich meine natürlich easy. Aber ich sag mal, das Geld, was er gewonnen hat, ist halt das Risiko nicht ganz wert, glaube ich. Denn wenn Neo nicht merkt, dass du schwarz programmierst, Alter, dann machst du halt einfach die Freya. Ja, und deswegen tarnen die erst ja den Geldtransfer über die... Also so würde ich's machen. Das ist eine saucoole Idee. Ja, aber ich meine, okay, das kann Kaba nicht wissen, aber als ob ich... Saucoole Idee. Na gut. Jojo, willst du eigentlich in diesem Ding verweilen? Na, da ich so dezent vor die Tür gebeten wurde. Gut. Sonst handle ich mir doch nur Ärger ein. Achso, der Satz ging zu Ende, werde ich auch gehen, ne? Ja, ja. Okay. Da ich so dezent vor die Tür gebeten wurde, werde ich nicht gehen und alle töten. Nein, dafür gibt's gerade keine Veranlassung. Genug Gründe, aber keine Veranlassung. Nee, nicht genug Motivation. Nicht genügend Munition, wollte sie sagen. Braucht sie nicht, sie ist Magierin. Ja, aber wenn 5 gleichzeitig schießen, dann... Dann hat sie hat ja quasi immer noch Munition als Magierin. Bälle! Ja, die sind ja leider so schlecht geworden. Wie ärgerlich, dass man den SR-50 tatsächlich darum gekümmert hat. Feuer, Bälle! Poltergeist ist in so einem Casino immer hervorragend mit den ganzen Chips und allem drum und dran. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Gläser, Steine. Nice. Und ein aufgebrachter Mob, der seine Steine wieder haben möchte. Sehr gut. Also ich werde das mal 5 Minuten lang versuchen, Joel zu überzeugen, dass er da drin doch irgendeine wüste Keilerei anfängt. Und nächste Folge werde dann sehen, wie sie es auch macht. Okay, also ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was in der Folge war. Ich erinnere mich dunkel daran, dass ich mich minimal wieder mal von meiner besten Seite gezeigt habe. Ich habe jetzt auch keine Zeit. Outrin und so weiter. Aber Keilerei, ne? Also die letzten paar Sekunden habe ich mir nochmal angehört. Keilerei nächste Woche. Schön, schon wieder. Muss ja auch. Wir sind ja eine Runde, die nicht sehr kampfbetont ist, sondern viel NSC-Interaktion in den Vordergrund stellen. Das ist ja, und SC-Interaktion, das ist ja ganz wichtig, ne? Bis dann.